Überwachungskameras sind für unsere Sicherheit da. Doch manchmal nehmen sie Dinge auf, die wir besser nie sehen sollten. Und was da alles Gruseliges passiert ist und auch auf euch zukommt, könnt ihr euch niemals vorstellen. Wir fangen an mit einem Video von einer Überwachungskamera von irgendeinem Mädchen, das in China lebt. Okay, sie setzt sich vor den Spiegel, nochmal kurz abgeschminkt oder so, und legt sich jetzt ins Bett. Bro, die Perspektive gefällt mir gar nicht. Wieso musst du so creepy aufnehmen? Wieso? Ich guck nur in den Spiegel da hinten. Bro, wieso nimmst du dich so creepy im Schlaf auf? Hör doch auf, Mann. Bro, warum setzt sie sich schon wieder auf? Hallo? Bro, das ganze Video fällt mir jetzt schon nicht. Das ganze Video gefällt mir jetzt schon nicht. Was macht die? Was macht die? Hallo? Ey, Bro, wenn jetzt gleich ein Jumpscare oder so... Hä? Bro, what the heck? Hä? Bro, Digga, nein, wenn du... Sie sitzt wieder vor dem Spiegel. Yo, nein, das ist Digga, ich... Ah, Bro, nein, 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 guck nicht in den Spiegel. Guck nicht in den Spiegel. Bro, oh Mann, Alter, ich will doch endlich mal wieder normal schlafen. Ich krieg schon wieder Albträume, Mann. Bro, what the heck, Digga? Wenn du so schläfst, dann nein, nein, nein. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Komm, du hast einen Geist in dir, was weiß ich. Wenn ihr euch nachts mal filmt, Alter, wie ihr schlaft und so. Und das kommt dabei raus, Bruder, Alter. Nee, es ist vorbei, Alter. Du kannst bei Paranormal Activity mitspielen. Hauptcharakter, Bruder, geh hin. Yo, also entweder, Bruder, dir zu viel Partyhasen und ein bisschen schön ein Bier nach dem anderen weggekippt, Alter. Und dann, keine Ahnung, was da abging oder irgendwas, Alter. Wir haben einen neuen Teil von Insidious, Alter. Annabelle, die böse Puppe. Was weiß ich, was für noch ein Horrorfilm. Bruder, sie hat diesen anderen Regenwurm gemacht, Alter. Was war das für eine Bewegung? Bro, sie krabbelt da auf dem Boden wie der Regenwurm. Sie hat den Regenwurmflug bekommen, Alter. Einfach mal nachts zum Regenwurm geworden. Okay. Office Ghost Footage. Okay, Bro, sie ist ganz alleine. Wieso um alles in der Welt arbeitest du nachts alleine, Anna-Lisa? Ah, warum liegst du jetzt auf... Okay, yo, Bro, what? Nein. Ich wollte gerade sagen, na okay, Digga, was um alles in der Welt sind das für Videos, bitte? Bro, wieso arbeitet man alleine nachts in einem riesigen Unternehmen? Digga, da war nicht mal Licht richtig an. Bro, das ist doch alles der Start von einem Horrorfilm. Es ist doch klar, dass sowas passiert. Bro, ich verstehe manche Menschen nicht. Die provozieren es einfach, dass irgendwas Gruseliges kommt. Das gleiche, wie wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde, alle Lichter ausmachen, nur Kerzen aufstellen, mich im Kreis drehe, Alter, Bloody Mary sagt, dann natürlich passiert dann was Gruseliges. Digga, aber wie die weggezogen wurde, ey, das... Kann man das faken? Kann man das faken? Nein, oder? Weil, ich meine, keine Ahnung, Bro. Kann die sich einfach hinlegen und sliden lassen? So hat die sich irgendwie mit Glibber und Öl und Vaseline eingeschmiert und ein bisschen auf den Boden gerutscht. So, hui! Nee, oder? Geht nicht, oder? Gut, wir gehen weiter in einen Aufzug. Wir sind bei einer... In irgendeinem Unternehmen wieder. Wahrscheinlich das gleiche Unternehmen, sage ich euch jetzt schon. Und wir haben 0.28 Uhr. Oder? Ja, 0.28 Uhr. Die gehen jetzt nach Hause nach einem langen Arbeitstag. Ich sehe in keiner Kamera irgendwas. Okay, hallo? Jungs? Wieso ist es... es passiert doch gar nichts, oder? Okay, ja, na, Bro, okay, yo, das ist so ein Hollywood-Shit, na, 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 Bro, das ist Hollywood-Level, hör auf, Bruder, nein, Bro, na, 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 okay, yo, stopp, Alter, Bruder, nein, 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 ihr kriegt mich nicht, Digga, das ist so ein Clip, die wollen, dass ich Schiss hab, aber ich hab keinen Schiss, Junge, ich war 3 Jahre im Karate als Kind, yo, ey, Alter, ich mach den hier, Bro, und kein Problem, weg ist er, Bro, nein, 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 das muss doch gefällt, solche Videos können doch nicht echt sein, ich denk mir die ganze Zeit so, Bruder, was, wenn die Videos echt sind? So, wir gucken die uns an und denken so, ja, komm, Digga, da hat wieder der Franz Herbert in seiner Überwachungskamera im Programm ein bisschen Photoshop rein, da, Alter, Photoshop und Ende. Bro, was, wenn das echt ist? Was, wenn diese Aufnahmen wirklich existieren? Junge, ich kack mir live in diesem Video noch in die Hose. Als nächstes, Ladies and Gentlemen, filmen wir einen Mann, mit dem irgendwas nicht stimmt. Dieser Mann ist entweder ein Verbrecher... Oder irgendwie, er will nicht gesichtet werden. Guck mal, wir fliegen mit einer Drohne. Und das ist wirklich echt. Das ist kein Fake. Das ist auch kein Schauspiel. Das ist wirklich passiert.
Dieser Mann versteckt sich. Er hat irgendwas zu verbergen. Die Drohne filmt ihn. Keine Ahnung, was nicht stimmt. Was macht er da? Bro, what? Hat der gerade so getan, wie wenn er die Drohne abschießt? Ja. Bro. Digga, das ist irgendwie echt creepy, Mann. Was ist seine Mission? Digga, hat er zu viel Call of Duty gespielt, oder was? Denkt er, das ist die UAV aus dem Gegnerteam, die er jetzt runterschießt? Was war denn das für ein Video? Hä, Bro? Okay, also entweder er hat irgendwas zu sich genommen, was ein bisschen seltsam ist und was dann, das kommt dann dabei raus. Also Leute, niemals irgendwelche komischen Substanzen einnehmen, niemals, okay? Oder er ist irgendwie ein Dieb oder ein Mörder oder irgendjemand, der was Illegales gemacht hat und er sieht, ey, er wird überwacht, er will nicht gesichtet werden. Er ist nur kurz raus, um irgendeinen Deal abzuschließen. Alter, er wird gesichtet, er wird gefilmt und er will einfach das nicht und versucht sich irgendwie zu verstecken und was weiß ich was. Also das wurde gestört creepy. Footage from Miami Beach shows some close encounters between unknowing swimmers and a tiger shark on Friday, bro, November 24th, what the heck? The day after Thanksgiving. Can you imagine? Both shark and humans appear unfazed by each other's presence in the video, though likely only due Bruder, to the swimmers being blissfully die sehen einfach den Hai nicht, hä? Seid ihr blöd? Absolutely incredible. The film's owner says he did not appreciate the size of the shark until Digga. He was able to film both human and swimmer in the same Digga, die Leute haben den einfach nicht gesehen, Hai. For CBS 11 News. Ah ja, die Leute nicht gesehen, die haben einfach, die sind aneinander vorbei. Was für ein Glück kann man haben, Bro, wenn der Hai die nur sieht und ein bisschen Bock auf Beef hat, so richtig schönes Menschenbeef. Bruder, der beißt dir ins Bein. Weg, vorbei. Bro, aber der so, nein, Mann, Alter, ich zieh durch, Digga. Ich hab noch ein paar Termine, hab heute noch Prüfung, Mann. Hab gestern nicht gelernt, zu viel Fortnite gespielt, Mann. Bro, ganz seltsame Nummer, ganz seltsame Nummer. Wir gehen jetzt in einen Wald. Wir fliegen zu... Da steht jemand, seht ihr das? Bro, das sieht aus, wie wenn da irgendeine Frau im Kleid steht. Let's zoom in. Bro, na, was um... Digga, okay, yo, das sieht aus, wie wenn irgendjemand... Das ist so dieses Horrorfilm-Ding. Das ist wieder dieses verfluchte Mädchen aus dem Horrorfilm. Nein. Ist das... Yo, was? Was filmen manche Leute denn bitte, Junge? Du kannst mir doch nicht erklären, dass diese Frau zufälligerweise im Wald rumläuft mit einem weißen Geisterkittel und sagt, oh ja, ich suche ein paar Pilze, Mann. Heute ist Erntezeit. Rein in die Pilze, Mann. Champignons, rein da. Naja, ich check gar nichts, Alter. Wieso? Was hat sie, Alter, Bro? Hat sie irgendwie da drin? Schläft sie im Wald oder was? Ist das ihr Bettlaken und die ist gerade aufgestanden? Guten Morgen, Alter. Schau dich mal an, wie du aussiehst wie ein Geist. Was ist das? Oh, Bruder, okay, wir machen nochmal einen Clip hier. Ja, Bro, ist da ein Hai neben dem Boot? Yo, oh no, Bro, oh no. Aber solange sie im Boot sind, sollte ja nichts passieren, ne? Also eigentlich sollte alles safe sein. Okay, der Dude hat den Hai entdeckt. Digga, was? Greift der Hai das Boot an? Bro, der Hai beißt da einfach rein. Der Hai beißt ins Boot. Bro, der muss so krank hungrig sein, wenn er ein Boot anknabbert und den Menschen da drin will. Alter, muss der hungrig sein. Gib dem Armen doch was von deinem, weiß ich nicht, Müsli-Riegeln, die du dabei hast, Franz Herbert. Gib doch mal ein bisschen. Really? Ein paar Brombeeren, Heidelbeeren. Digga, einfach ein Hai, der am Boot knabbert. Was machst du in der Situation? Was machst du, wenn der Hai hinten deinen Antrieb kaputt macht? Den Propeller oder wie das heißt, dieses Drehding. Dein Motor. Bro, und am Ende im Gelände. Da bist du auf Wasser. Guck das mal an. Alter, yo, der wollte gerade mit Hand, der wollte gerade den Boxautomaten rauspacken und baff. Okay, meine Damen und Herren, wir sind in einem Haus. Wir haben einen Herren und er stellt eine Überwachungskamera gerade auf. 2 Stunden später, okay. Wir gucken mal, was in seinem Haus passiert. Er hat nämlich gesagt, irgendwas Seltsames ist die letzte Zeit irgendwie in seinem Wohnzimmer stattgefunden. Oder er hat irgendwas... Yo! Bro, Alter, erschreck mich doch nicht so. Was ist das? Da klettert jemand in sein Haus? That is not my girlfriend. Er sagt, ich kenne diese Person nicht. Das ist nicht meine Freundin. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Okay. Wieso krabbelt da eine... Warte mal. Die... Yo, wie gruselig sieht die aus? Schau mal die Haare, das ist Horrorfilm. Yo, hau ab! Wo kommst du her, Alter? Bist du verrückt? Oh, warte mal, stopp, Leute, nein, beruhigt euch. Nein, 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 warte, beruhigt euch, setzt euch erstmal hin. Ich bring euch einen Kakao, warte. Okay, was passiert? And eat food while seemingly watching TV. Halfway through the footage, the woman abruptly scurries across the screen as Joe, woken from his sleep, wanders into the kitchen to take some food for himself. Warte.
Yo, also sie ist mitten in... Warte, no! No, 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 sie ist... Oh mein Gott, Digga, sie ist mitten in der Nacht in diesem Haus drinnen, will sich essen und sonstiges. Joe! The mystery woman emerges back into the frame, herself to more morsels and meals. Joe wacht auf, geht in die Küche, die versteckt sich. Joe sieht sie nicht, weil er nur kurz was zum Trinken holt. Und jetzt geht sie wieder rum in seinem Haus. Bro, wer bist du? Ist es diese Frau aus The Ring, diese Gruselfrau? She then leaves the kitchen via the same route she entered, climbing upon the table before making her eventual exit. Geht die wieder? Schleich dich! Ja, hau ab, besser ist es! Raus! Raus aus meinem Garten, raus aus meinem... Das ist mein Gebäude und ich hab... The woman was homeless and had been living secretly in his apartment for at least a couple of weeks. Ah, oh, okay, ja, perfekt, Digga, wieso machst du mir so Angst, Alter? Bist du noch komplett blöd, Alter? Hau ab, geht ein, ich mach nicht mehr mit. Hör auf, ich mach jetzt da nicht mehr mit. Die hat mehrere Wochen auf seinem Dachboden gewohnt und ist immer nachts in seine Wohnung, Junge. Jetzt hab ich Angst, Mann, wer sagt mir das da oben, keiner? Hallo? Oh nein. Digga, yay! Nein, ich komm nicht vor. Ich komm nicht mehr. Guck's ja. Nee, Bro, ich hab. Ey, nee, nee. Okay, nein, okay. Ich komm nur vor, wenn die Leute, die es noch nicht abonnieren gedrückt haben, jetzt abonnieren drücken, okay? Unter mir steht abonnieren. Wenn es rot leuchtet, ich sehe euch gerade. Ich sehe euch, die noch nicht abonniert haben. 50% haben nicht abonniert. Ja, ich meine genau dich, Tim. Marcel, Herbert, Franz, Mesut, Yusuf, ich sehe euch alle. Ich komme nur vor, wenn ihr jetzt abonniert. Ja? Und ihr denkt, ich sehe euch nicht. Ich weiß ganz genau, wie ihr gerade wegguckt. So macht. Ich sehe nichts, ich höre nichts, nö, Marki. Habt ihr gedrückt? Ich komme, okay, Ehre. Yusuf, Marcel, Ehre. Tim, Ehre. Franz, du drückst nicht, geh weg. Nichts gönnen. Wieso bist du so? Zu dir wird heute Nacht diese Frau kommen, ja? Und ich habe dich gewarnt. Heute Nacht 3 Uhr nachts, ja? Wer nicht abonniert hat, bei dir ist die Frau. Hab Angst, ja? 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 Bruder, auf seinem Dachboden oder in dieser Röhre, Lüftungsröhre, hat jemand gelebt. Und immer nachts ist die Person dann reingegangen in seine Wohnung, hat Sachen geklaut und ist dann wieder da hochgegangen. Nonstop hat die da gelebt. WTF. Geisteskrank gruselig. Geisteskrank gruselig. Mit das gruseligste, die gruseligste Vorstellung überhaupt. Nächste Überwachungskamera. Okay, wir sind jetzt irgendwo mitten in Amerika, glaube ich, wieder. Und wir filmen Bäume. Bro, da bewegt sich was. Ich hab's nicht gesehen. Bitte sag kein Clown. Bitte sag... Oh nein, es ist ein Clown. Es ist ein Clown. Es ist ein Clown. Es ist ein Clown. Es ist ein... Es ist ein Clown. 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 Wieso? Bro, hör auf, bitte. Hör auf, bitte. Das ist... Oh nein. Bruder, da... Oh nein. Da läuft einfach jemand mit... Bro, und jetzt geht er... Und jetzt geht er wieder? Ey, und jetzt geht er zum nächsten Haus. Bro, stell dir vor, du siehst es am nächsten Tag, was deine Überwachungskamera aufgenommen hat. Dass dann Clown und dein... Oh mein Gott, dass dann Clown um dein Haus rumläuft. Bro, bitte. Wieso müssen es immer gruselige Sachen sein? Wieso gruselig? Wieso immer AA? Hippie-Hose. Stink. Hör auf, geh weg doch, Mann. Wieso kann nicht mal Heidi Klum vor meiner Tür stehen? Nachts, 3 Uhr nachts und sagen, hi, ich hab dein Insta gesehen. Du bist süß. Hier ist ein Keks für dich. Und ich hab dir noch... Capital Bra ist hier mitgebracht, weil du cool bist. Wieso immer gruselige Sachen? Wieso kann da nicht irgendwann mal ein Teddybär vor der Tür sitzen und sagen, yo, Bro. Ich bin kuschelig. Also ist jetzt nicht so, dass, was? Nein, ich habe keinen Teddybär. Was? Ich schlaf nicht nachts mit Teddybär. Wer hat denn das jetzt gesagt? Hallo? Nein, bin schon groß. Brauchst du was nicht mehr? Ich schlaf ohne Teddybär. Hör auf, jetzt guck mich nicht so an. Ich habe keinen Teddybär und ich brauche keine Decke. Ich schlaf wie jeder andere. Und jetzt weiter. Hör auf. Okay. 17. While Brianna Hernandez and her husband were dining on an evening meal. Aha. The latter of the pair spotted something spooky meandering across their property's security cameras. Okay. First unnoticed by Brianna, her keen-eyed husband. Also sie haben was Gruseliges auf der Überwachungskamera live gefunden. When interviewed, Brianna told reporters, quote, "As soon as I saw it, my hair stood up. I've never seen anything like that before." Sie hat noch nie sowas zuvor gesehen. What her husband had spotted seemed to be a human form drifting across the family driveway close to the couple's car. Was ist das? Speaking to reporters, Brianna stated, "You can see the movement of either arms or legs going with the body as it goes by. Judging from the footage, her description is pretty accurate." Yo, WTF. According to the testament of... Okay, WTF, warte mal. Okay, warte mal. Was könnte das sein? Lass uns überlegen. Kann das ein... Also ein Mensch, würde ich sagen, nein. Oder war das ein Mensch, der irgendwie so dunkel angekleidet war, dass man nur so ein bisschen Reflexion gesehen hat? Das vielleicht? So, und der sah aus wie ein Geist? Vielleicht das? Keine Ahnung. Ein Tier würde ich jetzt nicht sagen, weil er ist schon irgendwie so voll schnell wie so eine Figur gerannt. Ne, aber ein Mensch bewegt sich halt so nicht. Okay, war das ein Tier? Auch eher unwahrscheinlich. Was war das so? Geistmäßig oder was? Hör auf. Ach komm, hör auf jetzt. Erzähl mir nicht so ein Blödsinn. Hör auf jetzt. Ich will nichts davon wissen. Jo, also ich glaube entweder ein Mensch, der vielleicht eine Reflexion abgegeben hat oder, oh, ich weiß nicht, ich will gar nicht wissen, was das war. Eins von beiden. Was glaubt ihr? Glaubt ihr geisti? Menschi? Pipi-Hosi? Was haben wir jetzt? Okay, wir haben irgendeinen Bro, WTF. Das ist nachts wieder eine Überwachungskamera. Irgendwer guckt ins... Proceeds to knock and ring the doorbell.
He then begins trying his luck at the doorknob and window. Er klopft da. Still mumbling and whispering to himself. Er klingelt und redet mit sich selbst dabei. Bro, das ist Horrorfilm pur, hör auf. After the homeowner threatens to call the police, the man gets defensive. Dann sagt die Bewohnerin sagt, ey, ich rufe die Polizei. Und der Typ sagt, okay, I was looking for my dog, Fido. Ich habe nur nach meinem Hund Figo gesucht. Er sagt, ey, du musst nicht so sauer werden. Wir könnten Freunde sein. Oh mein Gott. Okay, jetzt ist Zeit abzufahren. Bro, Bro, es ist wirklich, ich meine Nerven. Meine Nerven. Ich brauch kurzen Schlaf. Ich brauch ein Nickerchen. Hör auf, gib mir eine Pause. Guck mir nicht so an, ich bin jung, ich brauch was. Der schaurige Aufzug. Okay. Eine Frau steigt in einen Aufzug, ohne zu wissen, dass dies wahrscheinlich die letzte Fahrt in ihrem Leben sein wird. Bro, wieso sieht das aus wie in den Backrooms? Digga, oh mein Gott, das sieht aus wie in den Backrooms. No way. Als sich die Türen des Aufzugs schließen, fühlt sie sich plötzlich schwach und schwankt. Okay. Sie lässt ihre Tasche fallen und ist so desorientiert, dass sie sich gegen die Tür lehnen muss. Was? Was passiert mit der? Hat die irgendwie ein Sitzen? Ein Bierchen zu viel? Kein Bier vor vier? Was weiß ich? Am Ende der Fahrt ist sie völlig außer Atem und in einem völlig anderen Geisteszustand Gisela? Als wenige Sekunden zuvor. Sie hebt nicht mal ihre Tasche auf, als sie aus dem Aufzug in einen Lobbybereich stolpert. Ach du Kacke, was ist das? Sie taumelt ungefähr in der Mitte des Raumes, bevor sie erschöpft ist und senkt sich langsam mit dem Gesicht nach unten auf den kalten Boden. Gisela? Oh lange Gott. Zeit bewegt sie sich nicht, doch dann passiert etwas Unmögliches. Ich habe Angst. Eine unsichtbare Kraft packt ihren Fuß und zieht sie durch die wartenden Türen des Aufzugs Nein. zurück. Oh mein Gott. Oh mein... What? Gisela! Ich finde es extrem unheimlich. Hä? Geht es dir genauso wie mir, wenn du diese Szenen siehst? Nein, Bruder, ist doch voll normal, Alter, wenn Gisela einfach mal wieder ihren Zaubertrick anwendet und einmal durch den Boden cruist. Ich meine, ich kann das auch, guck. Bruder, sie cruist da durch. Digga, sie slidet so bei irgendwem nicht in DMs, sondern in den Aufzug rein, Junge. Das musst du erstmal hinbekommen. Bruder, was zum Teufel, Gisela, Alter, was war das denn für eine Nummer? Brother, imagine einfach mal, du siehst dieses Video so, das ist deine Frau oder so. Bruder, das letzte Mal, dass du die gesehen hast, die cruist da über den Boden, Alter, so They See Me Rolling Style. Und dann pfeffert die einfach da wieder rein in den Aufzug und wird von so einem Geist heimgesucht. Best, also, stark. Gisela, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber hat sich gelohnt, oder? Hat sich gelohnt. Angriff aus der Luft. Was ist denn das jetzt? Eine Grillparty muss gestoppt werden, nachdem ein Falke eine Schlange auf die Menschengruppe wirft. Okay, nein. Nein, will ich das sehen? Okay, Bro. Hä? Der hat echt eine Schlange gepackt? Hä? Nein. 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, Bruder, was war das? Brother Fam, du hast von einem Adler verdammt nochmal eine Schlange ins Gesicht geworfen bekommen. Bruder, was hat der gegen den. Was hat der mit dem Adler gemacht? Hat er sich irgendwie an dem seine Frau rangemacht oder was ist da gestern Abend passiert? Bro, what? Die Schlange kommt was? Scheinbar unversehrt davon. Ich frage mich, ob der Falke die Schlange bewusst über die Gruppe von Menschen hat fallen lassen oder ob es nur ein Versehen war. Ja, Bruder, war eindeutig ein Versehen. Der Falke wollte nämlich eigentlich die Schlange nach Hause nehmen. Der ist dann danach auch zu den Menschen hingeflogen und hat gesagt, entschuldigen Sie bitte, das war nicht meine Absicht. Bitte, hier ist meine Versicherungskarte. Falls was sein sollte, bleibende Schäden. Melden Sie sich einfach nochmal bei mich. Das hat der Falke auf jeden Fall gesagt. Lost Place. Dieses gruselige Video zeigt die Ereignisse, die eines Nachts in einem vermeintlich verlassenen Bürogebäude vor sich gingen. Ein Mann läuft alleine durch das Gebäude, als er plötzlich sehr seltsame Geräusche hört. Oh nein. Oh, Digga, solche Videos sind nie gut. Mm-mm. Oh, Bro, da wird ein Jumpscare kommen, oder? Mein Gott, Digga.
Brother. Oh, geh da nicht rein, Bruder, geh da nicht rein. Sobald sie solche Geräusche hören, doch dieser Mann steht wohl auf den Nervenkitzel. Nein, 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 nein. Ist da eine Frau am Schreien? Nein, 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 nein. Nein, nein. Oh mein Gott, da war was. Nein, 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 nein. Ist es eine leidende Hexe? Oder ist es nur ein Freund, der uns hier einen Streich spielt? Ich bin gespannt auf deine Meinung. Ah, Bruder, darauf erstmal nochmal ein bisschen. Bruder, pass auf, es kann alles sein. Es kann irgendwie ein Mörder sein, der da gerade jemanden gekillt hat oder sowas. Bruder, es kann irgendein Geist oder eine Hexe gewesen sein. Bruder, was weiß ich, was die da drin gemacht haben. Wenn du sowas hörst, gehst du nicht alleine nachts in so einen Lost Place rein. Bruder, ist übergefährlich. Übergefährlich, also selber schuld, Digga. Nee, nee, mach mal nicht, nee. In diesem Verfluchtes Haus, super. Ach, Digga, fick dich doch. Nochmal. Wenn du Streich spielen will, ich bin gespannt auf deine Meinung. Verfluchtes Haus. In diesem Video, das Jacopa TV am 9. März 2020 veröffentlicht hat, ist er spät in der Nacht an einem mysteriösen und verlassenen Ort zu sehen. Das Haus wird auch das Mordhaus genannt. Warum, kann ich euch nicht sagen. Allerdings. Boah, okay, Bro, warum kann ich euch nicht sagen? Wirklich, dein Ernst, Bruder? Bruder, warum wird dein Haus wohl wahrscheinlich Mordhaus genannt sein? Weil da drin My Little Pony die ganze Zeit gespielt wird von Kindern, natürlich! Bruder, guck dir das Haus an. Guck dir das Haus an. Natürlich wird das Mordhaus genannt. Natürlich, guck's dir doch einfach mal an. Man bei so einem Namen abschreckende Dinge. Okay, was passiert im Mordhaus? Jetzt bin ich gespannt. Und ich kann euch sagen, die wird es geben. Nach einigen Minuten untersucht der Mann ein zersaustes Badezimmer. Okay. Und er hofft sich, paranormale Aktivitäten einzufangen. Okay. Boah, das sieht gar nicht gut aus. Was geht, Jeffrey? Als er jedoch beginnt, mit seinem Gerät den Bereich zu scannen. Okay, Digga, du willst mich doch veräppeln. Damit scannt er jetzt? Brother, das ist wie wenn der Nintendo DS da hinlegt, Alter, und dieses Hundespiel spielt. Nintendox, bisschen Bello Bello, Alter. Was ist das, ey? Bro, das sieht aus, wie wenn es 49 Cent im App Store gekostet hat. Was war Raptor Spirit Box? Wahrscheinlich, oder? Das ist das Equipment. Wahrscheinlich, oder? Zu scannen passiert etwas verdammt Gruseliges. Aufgepasst. Man hört Geräusche. Da war was. Was war da? Das Licht. Was? Digga. Mm-mm. Hey. Reicht jetzt. Hey. Aus. Aus. Was ist da, Bro? Aus. Hör auf. Was ist das? Ich check gar nichts mehr. Bruder, wo sind wir jetzt? Wir waren noch gerade im Bad. Bruder, er geht in den Keller. Was passiert hier? Digga, was war das gerade? Ach du Kacke. Ach du Kacke, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es geht noch weiter runter. Geh doch da nicht runter. Jeffrey, es reicht doch. Geh nach Hause. Guck, Sandmann. Geh eine Runde schlafen. Jeffrey. Es wird immer ruhiger. Hört ihr, wie ruhig es auf einmal ist? Oh, das wird nicht gut enden. Das wird nicht gut enden. Da wird irgendwas sein, oder? Passiert? Bruder, jetzt, ich check gar nichts mehr. Wieso ist er auf einmal draußen? Was passiert? Hat er komische Geräusche gehört? Nein, 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 nein. Okay, Bro, no freaking way. Hör auf, Brother. Brother. Was das für schwarz gekleidete Figuren, oh mein Gott, aus dem Haus gejagt haben. Wir werden es wohl nie erfahren. Oh mein Gott, Digga, ich kack mich doch ein. Nee. Darauf erstmal ein.
Warte, was? Bruder, ich habe mit viel gerechnet. Ich dachte, da wird jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Typ halt rumlaufen oder vielleicht ein Geist. Aber das mit dem Mantel, Alter, ich weiß nicht, was da drin abging. Aber bei solchen Clips, so Wald, mittendrin, Haus alleine, ich stelle mir da halt immer irgend so eine Sekte vor, die da irgendwelche komischen Dinge macht. Boah, das ist krank. Das Psychohaus. Das Psychohaus, das ist super. Dieser YouTuber erforscht die verlassenen Wohnräume eines Psychos, als er plötzlich den Geist des ehemaligen Hausbesitzers sieht, der kauernd hinter einer Tür hervorguckte. Okay, wir gucken. Was? Nein, das war doch kein Geist. Bruder, das war doch kein Geist. Das war Hans-Peter von nebenan. Hans-Peter, den der Kiosk gehört. Bruder, das war doch kein Geist, oder? Bruder, das sah aus wie so ein kleiner Kobold oder so. Okay. Chill. Später stößt er auf eine Figur, die hinter einem Fenster steht und sich von einem gesichtslosen Geist zu einem Menschen zu verwandeln scheint. Okay, jetzt schon. Oh mein. Hans-Peter? Bist du's? Oh, das. Das ist ein Mensch. Bro, das war doch. Der YouTuber hat genug gesehen und will nur noch schnell raus. Aber die Figur mit der Kapuze ist ihm immer einen Schritt voraus. Ach du Kacke. Einen Schrecken nach dem anderen. Ob das ein paranormales Wesen oder nur ein verkleideter Mensch war? Boah, ich glaube, so ein Mensch. Boah, das kann auch sein, dass es einfach so ein Psycho war, der da irgendwie drin war, wisst ihr, und keine Ahnung, so richtig. Ah, ich weiß doch auch nicht. Der Poltergeist. Dieses Video wurde in einem Spukhotel in Buena Vista, Colorado aufgenommen. Okay. Das Filmmaterial der Überwachungskamera, das wir uns ansehen, fängt etwas Schreckliches ein. Aufgepasst. Da ist eine Box runtergeflogen. Es ist zweifellos ein mysteriöses Video. Also bin ich gespannt, was du darüber denkst. Digga, das war einfach nur, jemand hat eine Box über da drüber geworfen, über diesen Schrank, und dann ist die Box runtergeflogen. Statuen, von Menschenhand geschaffene Figuren, die in den meisten Fällen an etwas längst Vergangenes erinnern. Ah? In der jüngsten Vergangenheit sind immer wieder Videoaufnahmen aufgetaucht, auf denen man sehen kann, wie sich bestimmte Statuen auf unheimliche Art und Weise bewegen. Yo? Häufig sind es nur bestimmte Teile der Statue, die sich What? Bewegen, wie zum Beispiel eine Hand. Der Kopf oder sogar nur die Augenlider. Yo! Bei dieser Art Video versuche ich stets neutral zu bleiben. Also ist wieder mal deine Meinung gefragt. Wer hat denn diese? Also bitte, wer hat denn die Statue animiert, ey? Wahrscheinlich, die tanzt erstmal den Salsa, Alter, und sagt: Oh, ich bin eine Statue, Mann! Hab Angst vor mir! Denn ich tanze Salsa, verdammt nochmal! Junge, da hast du den Salat. Aufnahme kam in einer Kirche zustande. Zu sehen ist eine Jesus-Statue, die auf äußerst unheimliche Art und Weise What? Mit den Augen zwinkert. Viele Menschen gehen von einem Wunder aus. Oh, andere ja, wiederum sind verängstigt und behaupten, die Statue sei verflucht. Bro, Bro, nein, der guckt in meine Seele. Auf, schleich dich, ich brauch einen Gürtel, hab ich hier irgendwas? Geh weg, hau ab, ich hab eine Flasche. Ich werd sie werfen und ich hab Reiswaffeln. Hau ab, bitte. Wir versuchen uns erstmal kurz zu entspannen, nicht auszurasten, Leute. Bestimmt gibt es eine logische Erklärung dahinter. Hau ab, Mann, Statue! Ruhig ist mein zweiter Name. Das Video wurde von einem Mann gefilmt, der eine Kirche in einem kleinen Dorf in Südamerika besuchte. Das Gruselige daran ist, dass die Statue plötzlich ihren Kopf hebt und in dieser Position verharrt. Diejenigen, die diesen Vorfall mit angesehen haben, waren sich sicher, dass die Statue für einen kurzen Augenblick zum Leben erwachte. Wo? Ich hab's nicht gesehen. Oh, yo, yo! What? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Bro, ich schwöre, ich hab mich gerade ein bisschen eingekackt, Alter. Okay, wir suchen wieder nach einer logischen, lass mal ganz kurz überlegen. Wie kann eine Statue ihren Kopf anheben? Ich schwöre, mir fällt nichts ein, Mann! What the heck, Bro, Alter, imagine, du stehst da dran, bist da in deinem Gebet und auf einmal dieser Kopf, wusch, Alter, und du so, okay, Bro, ich hab gestern die Kekse von meiner Mama gestohlen vom Küchentisch, aber bitte bring mich deutlich um. Alter, Feierabend, Junge, wie krank sind diese Videos? Also ich...
Da kann ja nicht jemand dahinter stehen und den Kopf so ziehen oder bewegen, oder das wird ja keinen Sinn machen. Man hat ja die ganze Puppe gesehen, so, Bro. Okay, yo. Yo, ich sag schon Puppe, ich mein Statue, Bro. Das Video wurde im Jahr 1990 aufgenommen und die Menschen sind heute noch unglaublich fasziniert davon. Vor allem, weil Experten über so einen großen Zeitraum nicht herausfinden konnten, wie die Bewegungen zustande kamen. Das ist eine Statue! Ich dachte, das wäre ein Mensch! Yo, nein, okay, also da, Bro, ja, nein, das ist jetzt fake, das kann nicht sein. Bro, du kannst mir erzählen, was du willst, aber das ist fake, Alter. Nö, wir gucken ab jetzt nur noch so weiter, Bro. Ist mir egal, ist mir so egal, Bro. Also, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Aber wenn in einem Sarg eine Statue liegt und die guckt dich an und wackelt mit dem Kopf, wahrscheinlich ist es echt, oder? Yoshi, Bruder, was hältst du davon? Hier, Yoshi? Okay, was haben wir jetzt? Wir haben eine Statue, blinzelt die? Blinzelt die? Ah, Bro, die macht die Augen auf. Wie geht das? Nein. Bro, das muss doch animiert sein, oder? Ist das animiert? Das sieht so echt aus. Oh mein Gott, ich schwöre, das sieht so echt aus. Ich habe keine Ahnung. Aber es sieht so echt aus. Ich versuche mir jetzt einfach einzureden, dass das animiert ist. Imagine jetzt mal creepy Vorstellung. So, alle Statuen sind irgendwie Menschen, die früher versteinert wurden. Okay, Bro, das klang eher dumm als creepy, ja. Habe ich mir selber gerade ins eigene Bein geschossen, gell? Bro, ich wollte ein bisschen was Gruseliges um die Stimmung. Ich wollte euch ein bisschen... Oh, Mark, ihr habt was Gruseliges gesagt. Ah, habe ich mir selber ins Bein geschossen. Ja, hupsi. Okay, wir machen weiter mit einer Jesus-Statue. Unter dem Video steht, achte auf den Kopf von dem Vorderen, glaube ich. Okay, was macht der Kopf? Fällt der? Okay, der Kopf geht runter. Okay, creepy, aber das muss ja, das kann Schwerkraft oder so sein, dass der Kopf abknickt. Das kann ich mir erklären. Solange der nicht irgendwie sich, also solange der einfach nur runtergeht, ja, der knickt halt um. Oder? Der knickt halt einfach um. Ja. Hä? Der geht nach oben! Wieso geht der wieder hoch? Das ist aber nicht mehr Schwerkraft! So funktionieren aber die physikalischen Gesetze nicht, Alter! A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat! Bro! Satz Pythagoras! Chlorid und C-Quadrat, binomische Formeln. Gut, okay. Vergiss einfach, was ich sage. Ich kann es nicht erklären. Bro, ich schwöre, ich dachte so, ja, okay, Kopf knickt runter, hat so Schwerkraft zu tun. Der geht einfach wieder hoch, einfach so. Der ist so, whoop. Und wieder da. Und whoop. Und wieder da. Einfach so. Meint ihr, ist ja normal für eine Statue, oder? Ganz normal, oder? Immer wieder kommt es zu Vorfällen, bei denen Statuen der Jungfrau Maria plötzlich beginnen, blutige Tränen zu weinen. Diese was? Videoaufnahme wurde in Bolivien gemacht. Zeugen schwören, das Ereignis persönlich beobachtet zu haben. Nein. Wie bolivianische TV-Sender berichten, ereignete sich der Vorfall in einer kleinen Kirche der abgelegenen Ortschaft Puerto Rico im bolivianischen Tiefland des Amazonasgebietes. Nein. Einige Einwohner schilderten, dass sie Zeuge wurden, wie die Statue der Mutter Gottes zu weinen begann und ihre Tränen dicken Bluttropfen ähnelten. Was? Okay, jetzt, also, ich meine, wenn eine Statue sich irgendwie bewegt, okay, schon creepy, aber die weint Blut, das kann ich mir noch eher erklären. Da vielleicht irgendwer so da so eine Flüssigkeit reingemacht, die dann so aufplatzt, ihr kennt doch so dümmster Vergleich, wie der Marki-Vergleich kommt, jetzt aufgepasst, passt auf. Stuntmans haben doch immer so Blutpäckchen im Mund und die lassen die so platzen. Was, wenn jemand das dahin gemacht hat, ha? Ha? Vielleicht doch nicht so dumm, dieser Marki, ha? Vielleicht doch nicht so dumm, Alter. Der Typ ist schlau, Digga. Wow. Hab ich euch beeindruckt? Was? Nein? Okay, danke dafür. Gut, es geht weiter. Es geht weiter. Wir haben eine Figur wieder, die auf einer Schulter liegt. Die tun die irgendwie aufbauen, glaube ich? Oder abbauen? Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal, also das ist eine ganz normale Statue. Ich habe bis jetzt noch nichts erkennen können. Klar, die bewegt sich, aber das ist ja, weil der Typ die irgendwie abbaut. Ja, die tun sie runterholen, okay. Okay, gucken wir mal aufs Gesicht. Ändert sich da was? Seht ihr da was? Seht ihr irgendwas? Die Augen sind auf! Die Augen sind auf! Die Augen sind auf! Hä? Die Augen sind auf! Bro! Die Augen sind auf! Hallo! Hallo! Typ mit dem weißen Shirt! Herbert! Franz! Marcel! Tobias! Sepp! Mann! Wie heißt denn der? Schau doch bitte dahin! Okay, Jörg, gibt es Statuen, die so blinzeln können, wie diese Babyborn-Puppen, diese Babyborn, Babyborn!
Kennt ihr die Werbung? Ja, oder? Gibt es so Puppen, die so blinzeln können und so zufallende Augen haben? So gibt es so Statuen, die so zufallende Augen haben? Nee, eine Statue ist ja fest, die ist komplett so knadern, nichts bewegt sich. Bro, wie kann der aber dann blinzeln? Yo, Dude, das stimmt was nicht. Okay, was hat der jetzt? Was hat der jetzt? Okay, er blinzelt. Ja, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was? Dem sein Mund bewegt sich. Bro, na, okay, es reicht jetzt. Das kann nicht echt sein. Das muss animiert sein. Das kann nicht echt sein. Das kann nicht echt sein, oder? Bro, das muss animiert sein. Das kann nicht echt sein. Also, Tipps davor von mir aus, okay. Aber der Mund fängt an, sich zu bewegen. Das kann nicht sein. Also, das geht nicht. Hätten die Augen jetzt irgendwie geblinzelt, okay. So, aber der Mund bewegt sich. Nein, das never. Never, never, Bro. Never, never, never. Also, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich glaube, das Video war gerade animiert. Bei dem bin ich mir ziemlich sicher, das ist fake. Bei dem bin ich mir sicher. Diese Aufnahme geht es um eine Statue, die in einem kleinen indischen Schrein aufgestellt wurde. Sie gilt als Verbindung zwischen uns Menschen und etwas Übernatürlichem. Etwas, das von Menschenhand ein Gesicht bekommen hat. Bis zu dem Tag dieser Aufnahme gab es in dem Schrein nicht einen einzigen merkwürdigen Zwischenfall. Hä? Doch an diesem Tag konnte die Überwachungskamera merkwürdige Bewegungen an der linken Schulter und der Verzierung der Statue aufnehmen. What the heck? Was? Hä? Was ist das? Ist da irgendein Tier drin oder so vielleicht? Bro, what the heck? Okay, das ist schon... Also das Einzige, wie ich es mir erklären kann, ist, dass in diesem Zeug irgendwie ein Tier drin ist. Dass da irgendwas drin ist, was da diese Bewegung ausführt. Okay, Freunde, als ersten Clip haben wir eine Überwachungskamera an der Haustür. Wir sehen, wie ein Mann auf die Tür zuläuft, sein Gesicht versteckt. Oh mein Gott, Bro, ich glaube, der will einbrechen. Bro, ist... Digga, ich schwöre das... Es geht gefühlt schon nicht gruseliger. Die Kamera droppt. Man sieht jetzt die Perspektive von der zweiten Kamera. Bro, alter Schwede. Digga, das Ding ist, ich stelle mir gerade so vor, am nächsten Morgen wachst du auf. Du guckst deine Überwachungskamera an, was in dieser Nacht passiert ist und auf einmal siehst du das. Damn, son, what a booty, man. Damn, boy. Killer. Okay, nee, warte, Bro. Warte, falscher Film. Sorry, wir sind falsch abgebogen. Imagine, du siehst einfach, wie nachts bei dir versucht wurde einzubrechen. Bro, ich würde mich nicht mehr sicher fühlen. Digga, es ist so crazy, ne? Zweite Perspektive. Dieser Van halt auch, dieser weiße Van, Bro. Hello. Oh mein Gott, die sind zu Hause. Oh mein Gott, Bro, die haben es miterlebt. Digga, die haben alles miterlebt, alles. Ich glaube, es ist nochmal tausendmal gruseliger, wenn du zu Hause gerade wach bist und hörst, wie jemand versucht einzubrechen, als wenn du da irgendwie das gar nicht mitbekommst, am nächsten Tag die Kamera anschaust und dir denkst, oh mein Gott, was ist passiert? Weil wenn du das mitbekommst, hast du ja diese Panik, diese Emotionen in dir. Du gehst zur Überwachungskamera, du siehst, wie da zwei Typen draußen stehen, der holt irgendwas aus seinem Hoodie raus, die wollen bei dir einbrechen. Aber zum Glück sind die direkt weggerannt, als diese Person Hello, Hello geschrien hat. Gott sei Dank nichts weiter passiert, Alter. Ganz, ganz wichtig. Safety first, Digga. Deswegen ist es wirklich gut, manchmal eine Kamera zu haben. Safety first, Broski. Wir haben eine Frau. Bro, die Frau sieht... Hat die eine Clownsnase? Okay, Digga, nee, da geht's nicht gut. Die hat gerade versucht, in die Kamera den Schlüssel reinzustecken. Bro, die ist am falschen Haus. Alter, muss das gruselig sein, wenn da irgend so eine Frau... Bro, warum hat sie so eine Clownsnase? Digga, was macht sie? Hä? Broski, Alter, warum hat die so geschaut? Die hat so geguckt, wie wenn sie so irgendwie so voll verstörend auf irgendeinem Trip ist und so versucht irgendwie... Hä? Der hat kein blasses Schimmer. Alter Schwede, Junge. Am Ende Plot-Twist, Alter. Das ist einfach so eine süße 90-jährige Omi, die nicht mehr geschafft hat, den Schlüssel reinzustecken, weil die einfach so ein bisschen zu nervös geworden ist oder weil es zu spät war und so. Die Omi wollte nur in ihr Bett und ein bisschen Helene Fischer Schlager anschauen. Bro, Plot-Twist, am Ende die süßeste Frau der Welt. Bro, aber jetzt no joke, Mann. Ich glaube, die war auf irgendwas drauf, hat das Haus verwechselt, wollte da quasi reingehen, aber ich glaube, da wäre nichts passiert. Die Frau hätte, glaube ich, auch nichts gemacht. Einzige Seltsame wäre gewesen, wenn du ihr gesagt hättest, hey, das ist nicht dein Haus. Die hat bestimmt gesagt, doch, das ist mein Haus, lass mich rein und so. Also hätte schon, ich nehme alles zurück, hätte schon was passieren können. Wir haben einen Mann. Oh mein Gott, Bro, da kommt ein Bär. Oh mein Gott, das war ein Bär? Digga, das ist ein Mann, der seine Hunde vor einem Bär beschützt hat. Was ist das für ein krasser Typ?
It all hit me and I started bawling. I couldn't believe how close to death I was and I did it. Bro, er hat gerade gesagt, yo, er hat das gar nicht gecheckt. Ihm ist gar nicht bewusst, wie kurz er vor dem Tod war sozusagen. Bro, das war ein Bär. Bruder, der hat eine Parkbank dahin geschoben. Wenn der Bär da drüber springen will, dann ist vorbei. Dann snackt er einfach den Typen und alle Hunde weg. Alter Schwede, Bro. Also wirklich, diese Balls musst du erstmal haben. Deine drei Dackelhunde oder was es waren, laufen da rum. Und er rennt dahin und protected die. Einfach vor dem Bär. Bro, nee, guckt euch das an. Schau mal. Der Hund will halt, also der Bär will die Hunde natürlich snacken. Schau mal, der Mann, also Wahnsinn. Bro, unglaublich, unglaubliche Heldentat. Dieser Typ wirklich Medaille verdient, Alter, geisteskrank. Das ist ein Legendentyp. Wir sind jetzt bei einer der krankesten und creepiesten Aufnahmen der Welt. Ich werde mal noch nichts dazu sagen. Ich kenne die Storyline dahinter. Schaut euch das einfach an. Lieferando steht an der Tür. Frontkamera nimmt das auf. Niemand macht auf. Das ist die Kamera zum Hintereingang, zum Garten. Digga, ich hab Gänsehaut am ganzen Körper. Guck mal, und wisst ihr jetzt, die Story dahinter, passt auf. Es hat eine junge Frau versucht. Sie ist an die Tür gegangen und hat quasi versucht, dass da jemand die Tür aufmacht. Eine Fake-Lieferando-Bestellung. Und dann wollten diese vier Männer in die Wohnung stürmen, ja? Tür geht auf, die rennen rein und wollten dann die beklauen. Es hat aber niemand die Tür aufgemacht. Niemand hat irgendwie gesagt so, hey, ich habe kein Essen bestellt, die haben nichts aufgemacht. Und auf einmal sind diese vier Männer einfach hinten in den Garten gelaufen und wollten über hinten dann einbrechen und quasi Sachen klauen. Bro, es ist so unglaublich creepy, was es für Sachen gibt, ne? Zum Glück ist da nichts passiert. Die konnten nicht einbrechen, niemand wurde verletzt. Aber das zu sehen als Überwachungsaufnahme, Bro, ich krieg Gänsehaut am ganzen Körper. Wir haben jetzt einen Clip, der super creepy ist. Es ist ein Polizist. Er sagt, kannst du die Tür öffnen bitte? Oder können Sie die Tür öffnen bitte? Der Polizist steht da einfach, klingelt und steht auf deiner Veranda sozusagen. Du guckst raus aus der Kamera und siehst einfach, da steht ein Polizist. Okay. Du siehst seine Marke, so seine Identität. Dann geht man ja eigentlich raus, ne? Und sagt so, yo, was wollen Sie, Officer? Aber jetzt guck mal weiter. Er redet auch natürlich walkie-talkie. Wie es normal ist. Tut sich verständigen. Aber er hat ein Handy in der Hand. Merkt er etwas? This time the homeowner does open the door. Kurze Momente später, auf einmal, macht er jetzt die Tür auf, ja? Guck mal. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es gecheckt habt, was gerade passiert. Ich erkläre es euch gleich, guck mal. Denkt dran, er hat mit einem Handy auf einmal sich mit anderen Polizisten kommuniziert. Hi, sorry about you so late. Rushmore with the Winfield Police Department, I'm an investigator. Er sagt, hey, ich bin ein Investigator von der und der Polizei. Einmal cutte das Video. Bro, das ist ein Typ, der sich als Fake-Polizist, der gibt sich einfach als Polizist aus. Das ist ein Fake-Polizist. Der hat eine Fake-Marke. Das ist irgendjemand, der nur will, dass du die Tür aufmachst, ihm gehorchst. Der sagt so, ey, da hinten bei den Nachbarn ist was falsch. Du gehst mit dem mit, alle rauben in der Zeit dein Haus aus. Und das Einzige, woran du es quasi erkennen hast können, war, dass er mit einem Handy sich mit den anderen verständigt. Weil normalerweise hat ein Polizist immer hier so sein Gerät, so dieses, keine Ahnung, Walkie-Talkie nenne ich es einfach mal. Redet da rein, so sein Dings, Radarfunkgerät. Bam und fertig. Bro, kein Polizist nimmt sein Handy raus und redet so mit den anderen Polizisten. Macht niemand. Deswegen, dass nur daran kommt, was erkennen. Und du jetzt abends, stell dir mal vor, dass so ein Polizist, ne? Super creepy, Bro. Das ist so gruselig. Es geht weiter. Wir haben einen Mann. Er klettert über die Seite hoch und versucht, die Kamera abzureißen. Man sieht ihn aber schon. Er geht weg. Er verdeckt natürlich sein Gesicht, aber man hat das Gesicht schon längst gesehen. Und dadurch konnte man identifizieren, das ist der Ex-Freund. Und wisst ihr, was das Krasse ist, Leute? Danach sieht man auf einmal nur noch, also die Überwachungskamera hat das nicht aufgenommen, aber auf einmal fängt ein Auto an zu brennen und dieser Typ hat einfach das Auto angezündet, ja? Niemandem ist was passiert, aber der wollte einfach quasi die Leute aus dem Haus scheuchen, weil er hat Verbot bekommen, sich mit dieser Frau zu trennen. Das war irgendwie voll die große Diskussion, so wisst ihr, wie ich meine? Toxischer Ex-Partner und sowas. Und der hat dann einfach versucht, die Kamera wegzureißen. Wollte reingehen, hat nicht geklappt und aus Frust hat er dann das Auto angezündet. Geisteskrank, oder? Bro! Es geht weiter. Wir sind an einem Fronteingang. Wir haben wieder Bären. Bro, das ist so krass, ne? Bären, mit denen kannst du halt nicht spaßen. Wenn die wollen, beißen die einfach in dich rein. Ich glaube, die wollen das Hundefutter. Da steht irgendwie Hundefutter oder sowas. Auf der Veranda. Drei Stück, Junge, guck mal! Bro, da traut sich einfach jemand, die Tür aufzumachen. Guck mal, du hast den Arm wedeln sehen.
Das sind aber Babybären, glaube ich, ne? Bro, ich glaube, das waren drei junge Babybären, die einfach das Hundefutter mitnehmen wollten oder das Futter, was da stand. Alter, die Boys zu haben. Einfach mal drei Bären und du sagst, go, haut ab. So, Bro, zu drei Bären. Drei. Und nicht einer, nicht zwei. Drei. Boah, ich weiß nicht, ob ich die Bären gruseliger finde oder die Menschen, Alter, ne? Beides ist super creepy, Bro. Ich würde mich bei beiden einkacken. Bei beiden würde ich einfach zuschauen, sagen, bitte gehen Sie weg. Ich habe die Polizei gerufen und dann würde ich, ich weiß doch auch nicht. Leute, ich habe keine Ahnung, was ich machen würde. Bro! Wir haben einen Mann. Und der Mann kniet sich hinter ein Auto und will wahrscheinlich erstmal gucken, ob jemand im Auto sitzt oder er will das Auto aufbrechen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es sieht so aus, als würde er sich verstecken, ne? Ja, der versteckt sich vor irgendwas. Der hat etwas in der Hand. Er will wahrscheinlich auch irgendwo reinbrechen, denke ich mal. Versteckt sich? Überwachungskamera nimmt alles auf, er weiß es nicht. Zum Glück ist da eine Überwachungskamera. Er steht immer noch hinter dem Auto. Läuft jetzt weiter. Wurde wahrscheinlich gesehen. Und jetzt schreien Leute raus, die Polizei ist bereits unterwegs. Er hat also, keine Ahnung, also ich meine, guck mal, das ist ja selbstverständlich. Klar rufst du da die Polizei. Du guckst aus dem Fenster, du siehst, dass irgend so ein Typ neben deinem Auto kniet, Alter. Bro, keine Ahnung, kackt der da hin oder will der gleich aufbrechen? Ich weiß auch nicht, beides ist nicht gut. Deswegen safe Polizei rufen, Alter. Polizei wurde gerufen, der hat das wahrscheinlich gemerkt, ist direkt durchgezogen. Die haben hinterher geschrien, Polizei ist gerufen und haben gehofft, dass er nicht mehr zurückkommt. Junge, geisteskrank. Der mit seiner Tochter unterwegs ist. Oh, und da kommen Nachbarshunde. Das ist kein Spaß, ne? Vor allem in Amerika, nicht in Amerika. Also in Deutschland sind sehr viele Hunderassen ja nicht zugelassen. In Amerika ist das ein bisschen lockerer. Und wenn du da mit deinem kleinen Girl natürlich unterwegs bist, man weiß nie, ne? Wilde Hunde können immer, also auch deine Nachbarn können wilde Hunde sozusagen haben. Er sagt, geh wieder rein an die Tochter. Er scheucht die Hunde weg und es ist nichts passiert. Wir sind irgendwo im Amazonas. Bro, what? Fam, das sieht aus wie Bigfoot oder sowas. What? Oder, Bro, was zum, oh mein, was? Okay, Digga, keine Ahnung, das sieht aus wie so ein Bigfoot-Felltypi oder die andere Variante, die es gibt. Ein alter Opi mit Schwingetitten, der ein bisschen im Matsch gebadet hat. Moin, Leute, ich bin Opi mit Schwingetitten und habe im Matsch gebadet. Ich würde aber eher auf Bigfoot tippen, keine Ahnung, Bruder. Warum sollte man ganz alleine verlassen, mitten in irgendeinem Fluss, im Amazonas oder sonstiges, da drin durchlaufen, Alter? Und das ist ja eine riesige Gestalt. Das ist nicht irgendwie so ein 1,50 Meter Ding oder sowas. Bro, I don't know. Oh, Junge, was zum Teufel? Wir haben einen Motocross-Fahrer. Oh mein Gott. Was zum Teufel, Digga? Der fährt im Wald durch und hat da gerade Knochen gefunden und sagt schon so irgendwie creepy. Hört ihr das? Hello? Da hat jemand gerade... Da hat irgendjemand gerade Hilfe gerufen. Oh God, there's even more bones than last time. Bro, und noch mehr Knochen? Was passiert in diesem Wald? Es fährt ein Typ irgendwie in den Wald, ja, mit seinem Motocross, sieht erstmal überall Knochen rumliegen, was ja schon super scary ist. Und dann hört er aus der Weite Hilfeschreie von irgendeiner Kreatur oder sowas, hört so, wie jemand auf ihn zuläuft und jetzt fährt er weg und anscheinend soll jetzt nochmal was Krasseres passieren. Bro, wieso fährt er überhaupt noch weiter in den Wald? Ich wäre schon längst durchgezogen, Mann. Er sagt, ich werde bald umdrehen. Holy crap, dude, this trail going on forever. Er sagt, hier geht's unendlich weiter. It just got really quiet, really fast. Es ist komplett ruhig geworden, WTF. Wo sind die Insekten hin? Bro, da sitzt irgendwas. Nein, 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 Bro, da war was. Bro, da war irgendwas. Bro. Ja, okay, na, Fam, nee, gut, das war's mit den Waldspaziergängen für mich, das war's mit der Natur, das war's mit Mutter Natur, tschüss, da geht gar nichts mehr. Nix da, oh, ein Wellenfittich, oh, das eine Amsel, hui, eine Birke, nix, Bro, durchziehen, yalla, pipi. Brother, Fam, alter Schwede, solche Videos kann ich nicht erklären. Digga, man sieht ja, also, das ist ja nicht gefaked so, du siehst, da ist in der Aufnahme irgend so eine Figur drinnen. Ah, Bro, ich will nicht drüber reden, Alter, ich will nicht drüber reden, Mann. Das ist genau diese Figur, die man nachts immer sieht in seinem Zimmer dann und auf einmal ist sie weg, ne? Na, Digga, ich will nicht drüber reden. Komm, weiter. Nee. Bro, da hinten läuft was. Ich sehe es jetzt schon. Wieso gehen die nachts schaukeln? Was stimmt mit euch nicht?
was ist das da hinten? Na, Fam, na, Fam, na. Bro. Digga, das hat keine Kleidung an, oder? Das ist so einfarbig, dieses Ding. Oh Mann, Alter, wieso geht man... Okay, warte mal, Bro, die Menschen sind selber schuld, Digga. Ach, Samstag, 22.48 Uhr. Was könnten wir wohl jetzt machen? In eine Shisha-Bar? Ein bisschen Billard spielen? Netflix gucken? Nein! Wir gehen in den Wald auf eine gruselige Schaukel, Mann! Manche Menschen geht's nicht gut. Selber schuld, wenn auf einmal Kreatur hinter dir steht und weiß ich nicht, du Pipi in Hose machst. Selber schuld, Bro. Kauf dir neue Hose. Kann ich auch nichts dafür. Schau lieber Netflix. Was weiß ich was, Alter. Mag YouTube-Videos. Abonnieren. Der macht super Videos. Toll. Super klasse, oder? Okay, diese Ziege hat anscheinend irgendeine Gestalt oder Kreatur auf sich. Mr. Ziege? Die hat irgendwas Schwarzes auf sich. Ist das eine Fledermaus oder so? So ein Vogel? Also sieht aus wie eine, wie eine Fledermaus oder ein Vogel. Die versuchen das jetzt runter... Oh mein... What? Na, Fam, okay, warte mal, was war das für ein Alien-Ding? Na, Bro, das ist in irgendein... Schau mal, das ist irgend so ein Land, wo die so im Wald leben und so... Nee, 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 Digga. Na, keine Ahnung, was das war, Bro. Fam, ich weiß doch auch nicht, Alter. Sehe ich aus wie ein Astrophysiker, Tierwissenschaftler? Nein, ich bin ein Junge, der gruselige Videos anschaut. Woher soll ich wissen, was das für eine laufende Kacke war? Bro, das sah aus wie eine Fledermaus am Anfang. Auf einmal ist das so ein Aal? Können die an Land leben? Nein, oder? Bro, das sah aus wie so ein Aal. So ein riesiges, schwarzes Ding, so, was da so irgendwie über den Boden kriecht. Aber ich weiß nicht, ob die an Land leben können. Und warum sollte der auf eine Ziege gehen, Digga? Denkt ihr, der dachte sich so... Ah, Mann, Alter. Ach, ist das Leben als Aal langweilig. Ich weiß doch auch nicht. Moment mal. Lass uns auf eine Ziege gehen und auf diese Ziege reisen nach Jerusalem. Viel verdammt mal. Wir fahren an zwei Rehen vorbei. Und auf einmal spawnt ein drittes. Bro, Fehler in der Matrix. Guck mal. Bro, was? Woher? Nein, 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 nein. Mein Kopf schmilzt. Bro, mein Kopf schmilzt. Woher? Woher? Hä, woher? Bruder, Fam, keine Ahnung. Rehe sind einfach weird. Was soll ich euch sagen, Alter? Vielleicht haben die eine fette Party gefeiert und auf einmal... Ich weiß doch auch nicht. Bro, ich hab keine Ahnung. Da ist einfach ein Reh neu gespawnt. Irgendwer hat halt einfach rechte Maustaste gedrückt, einfügen. Auf einmal ist Reh aufgeploppt. Was soll ich sagen? Ich kann's euch nicht erklären, Bro. Ich bin kein Physiker. Wir sind jetzt in einem Garten. Und in diesem Garten wurde anscheinend etwas sehr Schlimmes und Gruseliges gefilmt. Das gefällt mir gar nicht. Oh, nein, 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 Bro, nein, ist mir kacke. Nee, 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 nee. Was zum Teufel ist das? Hä? Na, 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 Bro. Bro, kannst du sagen, was du willst? Das war ein echtes Video. Nee, Digga, ich kann nicht mehr in meinen Garten gucken. Bro, ich kann nicht mehr in meinen Garten gucken. Bruder, was ist das? Erklärt mal bitte. Okay, wir versuchen jetzt mal logisch zu denken, was das gewesen sein könnte. War das vielleicht wieder der Schwingetitten-Opi, der im Matsch gebadet hat und jetzt der Wiese sich trocknet und auf uns zuläuft? Was soll das sein? Bro, was soll das sein? Johnny Sins, der auf uns zuläuft, oder was? Mit Latze. Wer ist das? Ich kann's euch nicht sagen. Wir sind jetzt auf einer Überwachungskamera wieder im Garten. Digga, das ist ja wieder der Opi. Nein, Fam, was ist das, Bro? Gisela, bist du's? Gisela aus der Nachbarschaft, Haus 7b. Du willst ein Stück Kuchen, oder warum? Willst du in den Pool springen? Arschbombe, oder? Fam, Digga, ich weiß nicht, warum es solche Videos gibt. Ich würde es so gerne erklären. Ich habe einfach nur Schiss. Ey, Bro, ich kann nicht mal da was du sagst. Schau mal, ich kann nicht mal mehr reden. Ich versuche es zu erklären, dass ich nicht so viel Schiss habe. Aber ich kann es nicht erklären. Bro, das kann einfach nur, also Gisela sein, die, weiß ich nicht, vom Blitz getroffen wurde und jetzt ein bisschen knusprig aussieht, ihre Kleidung verloren hat, ihre Haare seit 3 Wochen nicht gewaschen hat und mit fettigen Haaren jetzt in einen Pool springen will. Zur Abkühlung. Das ist die einzige Story, die ich darauf aufbauen kann. Wir sind irgendwo wieder mitten... Ah, da kommt was auf uns zugelaufen. Okay, ja. Yeah. Bro. Hä? Digga... Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch nicht sagen, Bruderherz. Manchmal ereignen sich die gruseligsten Dinge nicht in verspukten Häusern, sondern direkt vor der eigenen Tür.
Heute Abend wollen wir einen Blick auf gruselige Doorbell-Cam-Videos aus aller Welt werfen. Oh, oh. Der Mann in der folgenden Aufnahme entspannte sich gerade auf seinem Sofa, als sich plötzlich die Schranktür im Hintergrund öffnet. Bro, was? 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 Bis heute fehlt ihm jegliche Erklärung, was dies verursacht haben könnte. Komisch. Ah. Okay, Digga, also es könnte gewesen sein, dass da vielleicht irgendwie ein Einbrecher drin war, ihn nachts beobachtet hat. Stell dir mal vor, da steht jemand drinnen so, wisst ihr, und der schläft und der will den ausrauben. Vielleicht war es aber auch nur sein Freund und das war ein geplantes Video. Das wissen wir nicht. Loch im Zaun. In diesem Video sehen wir eine junge Frau, die gerade im Hintergarten war, um ihre Wäsche hereinzuholen. Und ohne es auch nur zu ahnen, starrte sie wohl etwas durch ein Loch im Zaun an. Nein, wo? Hör auf. Wo? Wieso guckt ihr in die Kamera? Bro, hör auf. Nein. Wo? Okay, Bro, was zur Hölle ist das? Die Familie fragte ihre Nachbarn, ob sie eine Ahnung hätten, wer oder was da durch den Zaun geschaut hatte. Aber leider waren sie genauso ahnungslos wie die Familie selbst. Was könnte das gewesen sein? Bro, ich fand aber um einiges creepier, wie die auf einmal die Kamera schaut und die starrt da rein mit einem leeren Blick, wie wenn die irgendwie besessen gewesen wäre oder sowas. Boah, Digga, keine Ahnung, das sieht super weird aus. Das sieht wie so ein Skinwalker oder sowas aus. Weißt du, so eine Kreatur, die da irgendwie, also super seltsam. Vielleicht ist das irgendein Tier und das wurde so komisch auf die Kamera aufgenommen, dass das so weird aussah. Vielleicht war es aber auch ein Stalker, irgendein Mensch, irgendein Wesen. Kann's euch nicht sagen. Zwirbel? Fragezeichen. Der Uploader dieses Videos gibt an, dass er an diesem Tag eine Notification auf sein Handy bekam. Okay. Und zwar hatte seine Doorbell-Kamera eine Person vor seinem Laden bemerkt. Ziemlich ungewöhnlich, da es schon nach Mitternacht war. Okay. Das ist also... Bro, wo ist der hergeglitscht? Bro, der ist auf einmal gespawnt. Was? Hä? War das ein Geist? Was zum Teufel? Wurde dies etwa durch das Licht verursacht? Oder war es irgendein Käfer? Oh mein Gott. Da er so etwas noch nie gesehen hatte, das glaubt ist ein Käfer. Er, dass in dieser Nacht vielleicht ein Geist zu Besuch kam. Das ist ein Käfer. Alter, mir wäre das nie aufgefallen. Das ist ein Käfer. Ich schwöre auf alles, ich hätte gedacht, das ist ein Geist. Ich war mir sicher, weil ich es mir nicht erklären konnte, wie das dahin glitscht. Bro, das ist ein Käfer, der auf der Linse von der Kamera gelandet ist. Dann sah der so unscharf aus, weil die nicht den Käfer fokussieren kann. Und dann ist er weggeflogen und deswegen konnte das so schnell spawnen und weggehen, oder? Das muss dieser Käfer mit einer optischen Illusion sein, oder? Oh mein Gott, war das krank. Das Auge. Dieses Video wurde von der Doorbell-Kamera von Nutzer RIT aufgenommen. Dem Uploader zufolge wurde er durch seinen Hund geweckt, welcher draußen für Aufregung sorgte, kurz nachdem ihn eine Benachrichtigung der Ring-App über erkannte Bewegungen vor seinem Laden informiert hatte. Als er die App öffnete, sah er dann Folgendes. Was zum Teufel, wie creepy. Da guckt jemand in deine Überwachungskamera rein. Okay, der Typ steht da wie ein Serienkiller. Und der redet mit sich selber. Ja, der hat irgendwelche geistigen... Der Typ klopft an die Tür, benutzt die Türklingel und versucht hineinzugelangen. Oh mein Gott. Die Situation eskaliert, als der Hausbesitzer damit droht, die Polizei zu rufen. Was für ein seltsamer Vorfall. Die Polizei kommt. Okay, I was looking for my dog, Fido. Ich suche nur meinem Hund Fido. Du musst dich nicht aufregen, Süße. Wir könnten Freunde werden.
Also können wir sagen, was er wollte. Er wollte entweder gucken, ob jemand zu Hause ist, dass er einbrechen kann. Oder er wollte, dass die Besitzer die Haustür aufmachen. Und der wollte halt dann irgendwie einbrechen, die beklauen, irgendwie schlimmere Dinge noch machen oder sowas. Das weiß man natürlich nicht. Aber Freunde, am Ende des Tages, wenn nachts eine Person vor eurem Haus steht, ihr kennt die Person nicht, die klopft, irgendwas sonstiges, macht nicht auf, ruft im Notfall natürlich die Polizei, wenn es wirklich schlimm werden sollte. Aber niemals einem Fremden aufmachen und niemals mit dem interagieren. Der Clown. Oh nein, nicht wieder ein Clown. Das nächste Video wurde von einem besorgten Vater auf Reddit hochgeladen. Er erzählt uns, dass er eines Nachts durch einen Alarm auf seiner Überwachungskamera aufgewacht ist. Okay. Und dann okay. wurde er Zeuge dieses gruseligen Vorfalls. Entspannt, ein Clown, der mit 3 Luftballons kommt. Oh nee. Geh weg! Ich will nichts kaufen! Schleich dich! Ah, Digga, Clowns. Wieso sind Clowns so gruselig, Mann? Wer hat Clowns erfunden? Wieso hat man Clowns erfunden? Nee, Digga, wirklich nicht. Er sagt nichts, er klingelt nichts. Stell dir vor, da siehst du am nächsten Tag, der macht nichts. Jemand, der als Clown verkleidet war, schien zunächst in die Kamera zu starren. Alter, ist das krank. Digga, das ist so krank creepy. Und ging dann auf das Haus zu, um die Hausbesitzer noch mehr zu erschrecken. Natürlich haben sie nie herausgefunden, wer das war. Alter, ist das krank. Aber stell dir vor, selbst wenn es Halloween ist. Sie erinnern sich noch bis heute an diese Aufnahmen. Alter, es ist ganz, 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 ganz creepy. Selbst wenn Halloween ist und du schaust am nächsten Tag an. Jedoch viel nur zu ein paar Nächte später tauchte folgender Clown am selben Haus auf. Okay, Bro. Okay, es wird Zeit umzuziehen. Es tut mir leid an die Familie, die da wohnt, aber Boys, Girls, packt eure Koffer. Es wird Zeit umzuziehen. Schauriger Vorfall. Dieses Video wurde von jemandem, der mitten in der Nacht einen gruseligen Eindringling bemerkte, aufgenommen. Seine Kamera fing einen Mann ein, der an der Tür seines Hauses klingelte. Unmittelbar danach kniet er sich mit einem Gegenstand in der Hand hinter sein geparktes Auto. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er zeigt Anzeichen von Unbehagen. Er atmet schwer und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Der wollte safe einen Überfall machen oder so. Safe. Guck mal, der versteckt sich hinterm Auto so. Boah, ist das krank, ne? In manchen Nachbarschaften willst du nicht wohnen. Wie auch immer wieder hoch zur Kamera schaut und so. Guck mal. Der will irgendwo einen Überfall machen und der hat die Kamera gesehen. Der guckt immer wieder in die Kamera. Kniet sich wieder hin. Er blickt besorgt zwischen der Straße und der Haustür hin und her. Was machst du, wenn es du das siehst? Es vergehen ein paar weitere Minuten, bis der Besitzer von seinem Fenster herunterschreit, dass die Polizei unterwegs sei. Und dann zieht er durch. Ey, also... Bro, real talk. Polizei ist unterwegs. Die meisten Leute glauben, dass diese verwirrte Person versuchen wollte, das Haus auszurauben. Ja. Safe. Vielleicht wollte er auch erst den Hausbesitzer herauslocken. Und wer weiß, was dann hätte passieren können. Ja, das ist gut möglich. Das ist sehr gut möglich, Digga. Ich wüsste nicht, ob ich da noch weiterhin wohnen könnte. Also ich glaube nicht, wenn du das siehst und, also was machst du? Stell dir mal vor, du baust da ein Haus hin, hast da dein ganzes Geld reingesteckt mit Familie, deine Kinder sind da und dann passiert sowas. Was machst du, Alter? Ich würde jeden Tag Schiss haben, dass dieser Mann kommt. Das ist so schlimm. Ungelogen, Freunde. Geistesgestört. Als ich nach Hause kam. Das folgende Video zeigt einen Hausbesitzer, der eines Nachts spät nach Hause kam. Er gibt an, dass er glaube, dass etwas direkt vor seinen Augen seine Einfahrt überquert hatte. Er tat es dann aber ab, da es sich sicherlich nur um Einbildung handelte. Aber er schaute sich das Filmmaterial am nächsten Morgen dann doch an. Okay. Oh mein Gott, was war das denn? Was ist das? Was ist das? Das sah seltsam aus. Guck mal, das wird größer und dann wieder kleiner. Gewesen sein? Was ist das? Der sah wie so ein Geist aus, ich schwör, ungelogen. Das nächste Video wurde von einer Ringkamera aufgenommen. Die Aufnahmen zeigen einen ziemlich wahnsinnigen, Stephen Groves,
das seit über 2 Jahren seine Nachbarn terrorisiert. Stephen Pat, der Besitzer der Ring Camera, ist behindert und versucht, ein friedliches Leben mit seiner Familie und seinen Betreuern zu führen. Okay. Ein verrückter Nachbar wurde mehrmals gesehen, wie er vor Stephens Haus auftauchte und versuchte, seine Kamera zu beschädigen. Was? Also wenn jemand versucht, deine Kamera zu beschädigen, dann weil er Böses vorhat. Auch vor allem, Bruder, der ist so schlau, der zeigt sein Gesicht, läuft vorbei und danach kommt eine Hand und malt mit Edding drüber. Wer wird das wohl gewesen sein? Digga, wie doof kann man denn sein? Also ist ja super dumm. Guck mal. Sprühfarbe. Moin. Einfach die Tür auf ihn draufgefallen. Instant Karma, Junge. Bro. Der höllische Nachbar scheint Nacht für Nacht immer mehr den Verstand zu verlieren. Hier beschloss er, die Kamera aktiv zu beschädigen. Ey, das ist krank. Brother. Ist das krank? Bruder, was machst du, wenn das dein Nachbar ist? Also, wieder, ich könnte nicht in Ruhe wohnen. Du kannst da doch nicht in Ruhe drin wohnen, wenn dein Nachbar solche Dinge abzieht und unbedingt deine Überwachungskamera abbauen will. Das heißt ja, dass er mit dir Sachen vorhat, die eindeutig nicht gefilmt werden sollen. Das ist dein letzter Schutz sozusagen. Ey, ich wüsste nicht, was ich machen würde. Im Hintergarten. Okay, was passiert im Hintergarten? Andrew hat das folgende Video auf Reddit hochgeladen, in dem es heißt, dass mit seiner Ring-Kamera etwas Seltsames aufgenommen wurde. Ghost captured in backyard. Das ist ein Geistanschein. Was ist das denn? Was ist das? Was war das? Was ist das? Zuerst dachten sie, dass es sich vielleicht um ein Kind handelte. Aber da es mitten in der Nacht war und der Hinterhof unzugänglich war, wurde diese Idee verworfen. Das sieht auch komisch aus, die Gestalt. Guck mal, so einfarbig, so wie wenn die nichts anhätte. Bis heute wissen sie nicht, was das war. Ich kann's nicht beantworten auch. Das ist also, keine Ahnung, es ist entweder auch wieder jemand, der psychisch irgendwie voll weg war oder irgendeine Gestalt oder so. Nur Freunde, ich hab Angst, Mann. Ich sag's, wie es ist, ich hab verdammt Angst. Hören auf, Freunde, sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Alter, ich stell mir jetzt vor, wie das alles vor meinem Haus ist. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr noch mehr gruselige Videos wollt, lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr neu seid, abonniert den Kanal kostenlos. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao!